Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zu folgendem Thema. Wir haben ja bald wieder den 1. Januar, den 2. oder 3. Januar und die lieben Silvestervorhaben. Ich fange im neuen Jahr 2015 an, mich endlich mal um meinen Körper zu kümmern, mich endlich mal um meine Fitness zu kümmern und mich endlich mal um meine Ernährung zu kümmern. Grundsätzlich sind Vorhaben, die man auf dem 1. Januar legt und plant oder auf dem 2. Januar, sind nicht so günstig. Warum? Circa 95% von diesen Vorhaben sind in der Regel zum Scheitern verurteilt. Wenn man was tut, dann tut man es sofort, dann stellt man es sofort um mit allen Konsequenzen. Wer es vor sich her schiebt und sagt, naja, jetzt genieße ich noch, wobei natürlich die Frage ist, was bedeutet hier überhaupt genießen? Die letzten paar Tage, ess was ich will. Eine gesunde Ernährung ist ja letztendlich auch nichts anderes, wie was sehr Leckeres. Der geht hier schon mal in einen ganz falschen Bereich. Das heißt, wenn ich was tue, dann sollte ich das spontan umsetzen. Ob das der 24. Dezember ist oder der 1. April, das ist völlig egal. Sondern wenn, dann macht man es direkt. Aber jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die haben das tatsächlich so geplant und tatsächlich so strukturiert, dass jetzt Anfang des Jahres nun sich endlich um ihren Körper kümmern möchten. Das ist gut so. Und diejenigen, die wirklich ein intensives Interesse haben, sich auf Dauer eben ein gewisses Ernährungsverhalten und ein gewisses Bewegungsverhalten anzueignen, für die habe ich jetzt ganz wichtige Tipps. Erstens mal, ihr werdet jetzt in den nächsten paar Wochen in allen einschlägigen Literaturen, in allen möglichen Plattformen, Facebook, Google, was auch immer, werdet ihr immer wieder Werbung eingeblendet sehen auf der rechten Seite. Die wissen nämlich ganz genau, was ihr vorhabt. Auch an eurem Surfverhalten wissen die ganz genau noch, was ihr sucht. Und zwar, ihr sucht nach dem Weg des geringsten Widerstands, nach der Wunderpille, nach der Wundersalbe und nach einem Wunderpülverchen. Das ist leider wieder der Weg des geringsten Widerstandes und der wird so nicht funktionieren. Warum nicht? Weil er schon seit 50 Jahren nicht funktioniert. Die Marketingstrategen, die wissen ganz genau, was ihr momentan vorhabt. Die haben euch voll auf dem Schirm. Und eine Pille, gepresstes, was weiß ich was. Eine neue Pflanze, entdeckt in Südamerika, in Pillchen. Die helfen mir jetzt endlich, ohne dass ich mich anstrengen muss, mein Körpergewicht zu reduzieren, Topform zu erreichen, topfit zu werden. Ihr wisst es doch schon langsam. Ihr wisst es doch ganz genau, dass es nicht funktioniert. Klar sucht ihr diesen Rettungsanker, klar sucht ihr natürlich den Weg des geringsten Widerstands, weil es natürlich nicht aufwendig ist, aber es funktioniert nicht. Es wird nie funktionieren. Wenn ihr was plant, auch jetzt im 1. Januar, dann plant doch bitte alles langfristig. Geht her und strukturiert eure Ernährung langfristig um. Nur was ihr langfristig bzw. langfristige Maßnahmen ergeben auch einen langfristigen Erfolg. Die ganzen Diäten, die ganzen Pülferchen, das macht ihr 2, 3, 4 Wochen. Hurra, ich habe 3 Kilo weniger. Ja, 6 Wochen später habt ihr 4 Kilo wieder drauf. Also warum macht ihr das überhaupt? Das macht so keinen Sinn. Also nochmal für alle. Die Marketingstrategen, die haben euch ganz genau im Schirm. Die wissen ganz genau, was ihr wollt. Fallt nicht drauf herein. Wenn ihr macht, plant langfristig. Im Bereich der Bewegung, im Bereich der Ernährung und achtet darauf, dass ihr euch nicht überfordert, dass ihr nicht zu ehrgeizig seid, geht Step by Step vor und ihr werdet definitiv Erfolg haben, das garantiere ich euch. Und wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert, dann gibt es einen, der heißt Mr. T und der beschäftigt sich jeden Tag genau mit dem Thema und der kann euch weiterhelfen. Das war's schon. Ich wünsche euch einen super Start ins Jahr 2015, ein verdammt gutes Jahr, ein verdammt gesundes Jahr und ein verdammt fittes Jahr. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T.